die Brücke ist da, also können wir auch hier die Rampen entfernen. Fürs Erste. Können auch das Zeug hier noch dumpen. So, tiefer können wir nicht, weil unter uns sind die Schlafsäle. Gut, solange wir noch Plans haben, von denen wir brauchen können, ist alles in Ordnung. Wie sieht es denn mit unserem Plump-Helmet so aus eigentlich? Ach, ein paar haben wir noch. Und hoffentlich können wir auch bald wieder anderes Zeug anbauen. Gucken wir mal kurz in die Seeds rein. Was haben wir denn? Wie sehen denn so unsere Vorräte aus? Pigtail? Ja, daraus machen wir eh Klamotten. Plump-Helmet, sind da noch 27? Ah, aber verpflanzt, okay. Stocks. Seeds. Ja, Plump-Helmet, Caveweed haben wir auch. Sweetpots haben wir auch mehr als genug. Mit Caveweed aus. Haben wir auch genug. Also Sweetpots, Caveweed. Quarry Bushes sollten wir demnächst auch mal wieder uns drum kümmern. Weil wir haben keine Walknuts mehr, sehe ich gerade. Und says plant to back. So. Warte, da ist ein Loch. Ist da ein Loch? Ja, da ist ein Loch. Okay. Okay, das ist nicht gut. Okay, der Furnace Operator hat einen Craftsdorf Workshop geclaimed. Er scheint aber arbeiten zu können. Okay, wir haben das Ding geflickt. Fürs Erste. Der Kevin hat uns ein Loch reingerissen. Direkt in unsere Home-Sachen. Ah, nicht so gut.
Okay, mach das noch mal weg. Dann sollten wir schon Limestone nehmen. Nee, halt, das ist Kalk hier, gell? Ja. Kalk sollten wir nehmen, nicht Limestone. Eine Pecanwood Crown. Okay. Ja, das zu smoothen hat keinen Sinn, wenn das da eh so komisch aussieht. Schön. Wobei können wir dich smoothen? Alert? Oh. Der ist jetzt gestorben. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder Walknuts. Das ist gut schon mal. Tja, und wir haben wieder einen Toten. Ah ja, das Cave-In war nicht gerade praktisch für uns. Egal, kommen wir mit klar. Was jetzt wichtiger ist. Ist, dass wir hier noch einen Platz für einen Lever brauchen. Und hier im Mechanics, drei Rock Mechanisms. So, und wie machen wir das jetzt hier am besten? Eigentlich hätte ich gerne hier so einen Dreierraum mit der Treppe, dass ein bisschen Platz drumherum ist. So, den Dreierraum hätte ich auch gern hier. Ach, und hier ist ja auch der Kartenrand. Das ist dann unpraktisch. So. Nee, so will ich das nicht haben. Einfach so, so sieht das besser aus. Genau. Den Stein dampfen. Das hier wieder abreißen, so.
Die beiden removen wir jetzt mal und packen sie wirklich hier hin. Doggy sollte dann eigentlich genug Sicht auf die Brücke und so haben, um Snatcher zu erkennen. Und ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich gar kein Restraints. Wir brauchen eigentlich nur Zonen, wo wir Hunde hinzufügen können. Und dann sehen wir auch, welche Hunde bereits hinzugefügt sind. Das ist praktischer. Oh, und wir haben Frühling und es speichert. Yay. Ey, das heißt, wir sollten jetzt auch demnächst wieder Sweetpot, genau, Sweetpots. Quarry Bushes, alles wird, sollte jetzt angepflanzt werden. Yuppie. Ein Mandat wurde beendet. Sehr gut. Trinken schießt jetzt in die Höhe. Worüber ich auch froh bin. So, wir können die erhalten. Nein, 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 nein. Die. Wir können jetzt die entfernen und die entfernen, weil wir haben ja einen Weg. Wer ist jemand draußen gerade? Du. Was auch immer da gerade gemeinert wird. Wo ist die Vile Force of Darkness jetzt? Da sind sie. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als den Lever zu pullen, wenigstens. Und mein Squad.
hier hinzuschicken. Okay, einer schafft es tatsächlich hier rein. Mist. Zwei haben es reingeschafft. So, wir sitzen jetzt gerade ein bisschen fest. Hier bitte einen Lever hinmachen. Das Zeug hier kann geklemmt werden. Tja, da können wir nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich die Leute mit... Ich weiß nicht, wie ich einen Alarm auslösen kann. Wenn mir das irgendeiner sagen kann, dann bitte schreibt's mir. Oder... Wir gucken mal kurz. Ja, genau. Alerts in Steam Version. Was sagt das? Also nein, es gibt noch keinen Alert. Okay, also es gibt kein Alert. Ich müsste alle Zwerge einem Panic Barrow zuweisen.